Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. Ja, wir haben ja gesagt, dass wir in dieser Folge zur Ausgrabungsstätte gehen. Und ich muss mal eben schauen, weil beim Laden hat er mich jetzt irgendwie hier reingesetzt. So, hier ist die Ausgrabungsstätte. Was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich nur Zutritt zur Ausgrabungsstätte. Ich wollte gerade sagen, ich wollte eigentlich jetzt nur hier eine Markierung machen. Hilfe. Ach so, ich hab was editiert. Ich doof. Okay. Ich merke schon, das ist jetzt heute nicht mein Tag. Ich glaube, es geht in die Richtung rein, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Oh, nein. Okay. Ich habe die Taste zum Sprinten wieder gefunden. Eieiei, jetzt habe ich mal ein paar Tage nichts machen können. So, das betretene Ausgrabungsstätte an der Kreuzung Bazaar Road und... Ach so, ich war eben an der Kreuzung, oder? Nee. Bazaar Road, das ist hier. Nee, ich wollte eigentlich die Kompassmarkierung zurücksetzen, aber egal. Wo, mit wem muss ich denn sprechen? Bist du das? Stop loitering and get inside. Okay. So, was haben wir denn hier? Wo müssen wir hin? Mit wem können wir sprechen? Da können wir runter. Newcomer, talk to the professor first. He's the old fellow with the glasses and the plans. Okay. Kann ich mit dir reden? May I ask you something? You and I are the economic foundation of this island. We should help each other. But I don't know what you are talking about. Ja, ich habe nur die Frage gestellt, ob wir reden können. Aber gut, wenn er da noch nicht mal weiß, wovon ich spreche, dann scheint das nicht der hellste zu sein auf der Kerze, ne? Where's the fire in your eyes? Where's the smile? I am sick and tired of seeing apathy among the new workers. Sir, believe me, I do have the spark. I want to start work straight away. It's as important to me as it is to you. Ah, that's the spirit. I'm on the verge of a great discovery. Okay. Ja, wenn wir die jetzt direkt ausfragen, ich weiß nicht. How did you meet? Hallo. Don't ask questions. You'll have to find the answers yourself. I'm not a nanny. I'm a busy man who is changing the course of history. Okay, warum ist der jetzt gerade so gesprungen? Ja, dann wird er das wahrscheinlich auch nicht beantworten. When was the last time you saw... Young man, you're disappointing me. I'd like to see a bright career for you as the best digger on the island. Don't ruin it. We'll talk when you find something useful. I am ready to work. Splendid. Do you know what I am working on? Ja, Elfenbeinbäder ist es ja offiziell nicht. Archaeological treasure. You're hoping to find something priceless, something that will change our history. Bravo, young man. I couldn't have said it better myself. It's true. We're looking for Vitus Lemonius's tomb. I'll help you. That is my goal as a worker. Good. Listen to me carefully, then. I hate repeating myself. I am Professor Swift. We have three rules here. Don't touch anything, always return the tools, and don't distract me unless you find something. Sounds simple enough. Are you the only one in charge here, Mr. Swift? Yes, I am the only one and no one else. You hear anything other than that, it's a lie. People of your kind can have difficulty understanding who's in charge. Take a minute, memorize my face, and then get to work. Oh, I will definitely take a closer look to memorize my superior. Das dachte ich mir schon, dass jetzt Beobachten kommt. Okay, dann schauen wir mal Brille. Beschädigte Brille, trägt sie trotzdem. Okay. Da ist irgendwas. Dickes Notizbuch, akribisch. Da ist noch was. Warum leuchtet das jetzt neuerdings so gelb? Kein Ehering, nicht verheiratet.
Gibt's noch was? Blutergüsse am Ellbogen. Frisch und unbehandelt. Doch verheiratet? Fragezeichen. Nein. Eins scheinen wir noch zu brauchen. Ah, Moment, da war was. Schmutzige Kleidung, gleichgültig oder arm. Okay. Arthur Swift ist ein Archäologe, der das Grab von Vitus Limonius auf Cordonia finden will. Er setzt seine gesamten Ressourcen zu diesem Zweck ein und ist dabei wie besessen vom Drang, das Wissen über die Menschheitsgeschichte voranzubringen. Er schert sich bei seiner Forschungsarbeit weder besonders um sein Äußeres noch um kleinere Verletzungen, wie etwa seinen verletzten linken Ellenbogen. Sein Leben hält er detailliert in einem Tagebuch fest, das ihm besonders wichtig zu sein scheint. Arthur Swift hat beinahe alles für den undankbaren Versuch geopfert, unser Wissen über die Vergangenheit zu erweitern. Arthur Swift ist ein Archäologe, der das Grab von Cordonia finden will. Er ist ein älterer und armer Mann, der nicht richtig für sich selbst sorgen oder sich gar neue Kleidung oder Accessoires leisten kann. Er wurde einzig und allein aus finanziellem Interesse Archäologe. Die, ehrlich gesagt, jetzt habe ich ein paar Tage nicht mehr gespielt, ich habe den Zusammenhang gerade nicht mehr. Die geschäftliche Zusammenarbeit mit Theodor Gilden ging ja lediglich ein, um den reichen Mann ausnehmen zu können. Also ich denke mal eher, dass das erste richtig ist, keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, jetzt im Moment gerade einen komplett leeren Kopf, weil ich ein paar Tage nicht mehr am Fall dran war. Aber es ging auch um Geld, das weiß ich noch. Ja, nehmen wir mal so hin, ne? I wish I could be as passionate about something as you are, Mr. Swift. You value knowledge and dedication over everything else. It's a long road, young man. A sharp eye and attention to detail are the only stepping stones along this path. You have to sacrifice everything you love for the larger prize. Exactly. So much in life is superficial. I wish more people would understand. I never heard a truer word, lad. Folk will ignore what truly matters in life, and for what? Convenience. Bold words indeed. I doubt that many scientists would be willing to support their bragging with fieldwork. The academic world is full of restrictions. Our honorable professors are too afraid to dirty their hands. God forbid if they have a stain on their shirt. You can follow in my footsteps. You can start learning by returning to work. Show me what you can find. Okay, neuer Hinweis für Gedankenspiele. Mal gucken. Das Opfer erlitt schwerste Verletzung. Achso, ja, wir sind ja noch. Ich bin schon wieder komplett woanders. Frische Wunde an Mr. Swifts Ellenbogen. Das Geschäftsverhältnis endet. Na gut, das denke ich mal, aber die. Ah, okay. Professor Swifts Ellenbogenverletzung könnte von einer Kollision mit der Schuppenwand auf Theodor Gildens Anwesen herrühren. Okay. Bringt uns das jetzt irgendwas? Das verbindet auf jeden Fall noch nichts. Gut, dann gehen wir mal raus. Das Betreten ist unbefugt nicht gestattet. Ja, hier können wir, glaube ich, jetzt nichts aktualisieren, oder? Zutritt zur Ausgrabungsstätte, Profil, Erkundung der Ausgrabungsstätte. Bevor ich die antike Ausgrabungsstätte genauer unter die Lupe nehme, sollte ich mit dem Professor sprechen. Ja, das habe ich ja jetzt gemacht. Handelt es sich... ja, das ist ja eigentlich erledigt. Ne? Da würde ich jetzt sagen, dass wir das vorsichtshalber mal anheften. Vielleicht können wir ja... Das bringt mir wahrscheinlich nichts, wenn ich mal... Ja. Okay. Don't touch anything here. Get back to work. Ach, ist ja gut. Ich dachte, vielleicht liegt da die Schaufel. Nein? Da sehe ich auch nichts. Nein. Ich drücke immer das Falsche hier. Hier links ist noch was, meine ich doch. Ah, da sagt er jetzt nichts gegen, ja? Okay. Straw dolls. Eerie, but effective for a scene recreation. Oh, I want one of these. T.
Titus und Vitus Limonius. Titus und Vitus Limonius waren legendäre Legaten in der frühen römischen Kaiserzeit. Ihre militärische Laufbahn begann mit der Niederschlagung der Aufstände der Bellovaker und Allobroker. Bei der Belagerung von Mutina und in der Schlacht bei Actium gehörten sie zu den wichtigsten Befehlshabern. Als Augustus als erster römischer Kaiser den Thron bestieg, erhielten die Brüder zwei gleiche Schwerter, die wahrscheinlich einst Romulus und Remus gehört hatten. Als Legaten waren die zwei Brüder anschließend als der Eroberung der Provinzen Dalmatia und Afrika beteiligt. Sie waren bekannt dafür, vor allem niedere Gottheiten zu verehren. Titus betete zu Eurus, sein Bruder zu Zephyrus. Alles, was wir über die Brüder wissen, entstammt den Aufzeichnungen von Plinius dem Ältesten. Titus verkleidete sich in das Fell eines Löwen, wobei er den Löwenkopf über den Helm trug. Eine Tradition, die er aus seiner Zeit als Signifer übernommen hatte. Titus trug einen Schild, der so groß war, dass er den ganzen Himmel zu bedecken schien. Wo genau sich die Gräber der Brüder befinden, ist nicht überliefert. Als historisch erwiesen gilt jedoch, dass Titus im Frühling des Jahres 10.000 wahrscheinlich, nach Christus und Vitus im Herbst des Jahres 12 nach Christus starb. Oder zwei. Was oder zwei? Ich habe jetzt den Anfang wieder verpasst. Moment, da ist doch noch was. Oilcloth. Won't fade and waterproof. Enough here to make 10 sails and more. Okay. Lassen wir mal so stehen. Da ist noch was. This reminds me of my father's room. Erinnert mich auf jeden Fall ein bisschen an diese Ruine, die bei uns gewesen ist. A plan for this whole operation. Okay, was ist das hier unten? Titus Limonius Grab gefunden. Unweit von Korinth konnte der britische Archäologe Sir George Griffiths das gut erhaltene Grab eines römischen Legaten, Befehlshaber der Verfassung oder sowas namens Titus Limonius ausfindig machen, der einst das legendäre Schwert von Romulus besessen hatte. Ein Geschenk von Augustus, erster römischer Kaiser. Keine Ahnung, was das heißen soll. Höchst selbst. Achso, in einem Exklusivinterview bezeichnete Sir George den Fund als unbezahlbaren Kulturschatz der Menschheitsgeschichte. Der Eingang zum Grab wurde gefunden, als mehrere Lehmsteinblöcke nahe markanten Statuen entfernt wurden. Sir George vertritt die Auffassung, dass die vier Statuten am Fundort einen Bezug zu Titus Leben haben. Bei zwei der Statuen handelt es sich um weibliche Statuen. Die eine, vermutlich eine Mutter, trägt einen Korb mit Früchten und hat ihren Blick gen Westen gerichtet. Die andere hält eine Sichel in der Hand, die den Herbst symbolisieren könnte, und blickt gen Osten. Sir George vermutet, dass es sich bei den zwei Statuen um weibliche Darstellung des Windgottes Zephyrus, Westwind irgendwas, und dessen Bruder Eurus, Ostwind irgendwas, handelt, wobei er die Statue der Mutter für Zephyrus hält. In diese Szenerie passend eingebunden sind die Statuen der beiden Brüder Titus und Vitus. Der Erfolg der beteiligten Archäologen wurde bereits von der Krone gewürdigt. This might prove useful. I'll note it down. Okay, zwei Hinweise aktualisiert, aber für Gedankenspiele haben wir jetzt, glaube ich, trotzdem nichts. Ne? Mit ihm können wir theoretisch reden. Bei ihm dürfen wir ja nichts anfassen. Schauen wir mal hier. Das ist ja auch so eine Ausgrabungsstätte. Wo gerade Raben weggeflogen sind, wenn ich das richtig sehe. Hi. Do you know anything about this? You and I are the economic foundation of this island. We should help each other. But I don't know what you are talking about. Okay. Ach so, vielleicht ist hier ja aber auch irgendwas aktualisiert worden. Das könnte ich eventuell anpinnen. May I ask for your assistance? I like you, friend, but I can't help you. This isn't working. You might need a different tack. Ja, ja, ja. Ich habe noch keine Ahnung wie. May I ask for your assistance?
You and I are the economic foundation of this island. We should help each other. But I don't know what you are talking about. Ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass wir aus den Arbeitern überhaupt irgendwas rauskriegen. Quite daunting to see how deep the dig is. Tja. Vibriert das, wenn ich mich hier bewege? Hallo? Swift lost his temper when he... Was? Swift lost his temper when he learned what happened to the statue. Trägt unbequemer. Das wollte ich gar nicht. Kann ich hier nochmal raus? Ah, Swift mein lost Gott. His temper when he learned what happened to the statue. Welche Statue wurde bestätigt? Umgekippter Sockel? Ja, das sollte wichtig sein. Fleißiger Ausgräber? Kommt drauf an, in welchem Zusammenhang? Ich sag mal nein. Lohnerhöhung? Weiß ich nicht. Statue zertrümmert? Ja klar. Abgebrochene Spitzhacke? Sollte auch nicht wichtig sein. Liegen gelassenes Werkzeug? Vielleicht, wenn es da liegen gelassen wurde. Löwenhelm? Ja. Stapel alte Zeitung? Denke ich mal nicht. Dem Strand am nächsten. Ach so, nein. Oh, ich habe mir die falsche Richtung gemacht. Ja, ich weiß. Swift lost his temper when he... Ja, es tut mir leid, ich habe mich... hatte ich das jetzt eben auch genommen? Ja, ne? Statue zertrümmert. Das nicht. Nein, oh, jetzt habe ich es wieder verpasst, oder? Ach nein, ist das euer Ernst jetzt? Ja, ich weiß. Warum müssen die das denn auch jetzt eine andere Reihenfolge machen? Swift lost his temper when he learned what happened to them. Ja, komm, nochmal. Nein. Abgebrochene Spitzhacke. Nein. Umgekippter Sockel. Ja. Fleißiger Ausgräber. Nein. Liegen gelassenes Werkzeug wollte er eben nicht. Statue zertrümmert? Ja, den Strand am nächsten. Das ist der Ort, denke ich mal. Stapel alte Zeitungen nicht. Und Löwenhelm. So. Meine ich doch. Also Swifts Forschungsarbeit. Arbeiter fanden auf der Ausgrabungsstätte eine Statue mit einem Löwenhelm. Sie stand ursprünglich auf dem Sockel, der dem Strand am nächsten ist. Aber einer der Arbeiter rampelte den Sockel an. Daraufhin fiel die Statue zu Boden und zerbrach. Der Sockel steht weiterhin in umgekipptem Zustand an Ort und Stelle. Okay. Bringt uns das was? gut, dann gucken wir mal. Ist das jetzt hier nicht drin? Das ist hier mit drin, okay. Ja, dann lasse ich den Hinweis mal. Richtung Wasser, also beziehungsweise Richtung Strand. Kommen wir denn hier runter? Oh, was ist das? Sharpest pickaxe. A guilty pleasure of the real archaeologist. Missing your Laura, Mr. Swift? Who knew archaeology could be so exciting? Exciting is certainly a word. Okay. So, hier ist der Strand. Steht aber nirgendwo eine Sockel. Naja, das ist aber nicht der Sockel von das Dach. Das ist eher schon wieder Mann. Wahrscheinlich gehe ich kaputt, wenn ich jetzt hier durchs Wasser laufe, oder? Oh ja, es wird immer dunkler. Man sich hier aber auch nichts angucken. Haben wir da was? Können wir auf jeden Fall nicht durch. Na gut. Statue, die zum Strand, die in Richtung Strand steht. Also hier ist ja jetzt keine Statue. Was haben wir hier oben noch? Beziehungsweise einen Sockel müssten wir dann ja haben. Somehow the text remains legible. Let's see if I remember my Latin.
Erkundung der Ausgrabungsstätte. Eine Inschrift nahe den vier Sockeln lautet übersetzt: Unweit von hier ruht Vitus. Wehe dem, der seinen Schlaf zu stören wagt, denn über ihn wachen die Argusaugen seines Bruders und der Herbstwind. Okay. Das bringt uns natürlich auch nicht allzu viel. Ah, Moment. Jetzt komme ich da nicht rum. Doch jetzt. Hallo. Geh doch mal dahin. Zumindest sollte das die Statue sein. Nee, das ist eine mit der Sichel. Das ist aber jetzt nicht die mit dem Löwenkopf. A goddess? A mother. Someone's wife. Aber das ist jetzt die einzige Statue, die hier Richtung Wasser ist. Also Richtung Meer. A sickle for harvesting. The ancient Romans honored the seasons. Ah, Moment. There were four statues here originally. Stimmt. I wonder what the three other statues look like. I see now. Mr. Swift didn't realize the significance of the statues. Das heißt, dass wir jetzt eine Erinnerung machen können. Yay! Und ich verstehe aber... Ach so, Moment. Oh, was stand da nochmal? Ah, das müssen wir mal kurz durchlesen. Das ist die Trilogie Forschungsarbeit. Aha. Weibliche Frau, genau. Also eine Frau mit Korb nach Westen. Moment, das muss ich mir mal eben... Korb. Frau. Steht links. Fragt sich natürlich jetzt von welcher Seite aus. Das muss man natürlich auch noch sehen. Der antiken... Die zweite Statue war vermutlich eine weibliche Darstellung der niederen Gottheit des Ostwinds. Guckte Richtung Osten mit der Sichel. Okay, Sichel... im Osten. So. Hatte dabei. Zwischen den beiden Statuen befanden sich die Statuen von Titus und seinem Bruder. Laut der historischen Aufzeichnung trug Titus einen Löwenhelm, kämpfte mit dem Schwert. So, Löwenhelm und Schwert. Während Vitus mit Schwert und Schild ausgestattet war. Okay, Schwert und Schild. Die Frage ist jetzt nur, in welcher Reihenfolge. Da stand, glaube ich, nämlich nicht drin, ne? Titus verstarb im Frühling, Vitus im Herbst. Titus hat den Löwenhelm. Titus... Vitus. Das heißt, Titus verstarb als erster. Theoretisch könnte der dann im Norden stehen, sage ich mal. Oh Gott. Okay. Das, schauen wir mal. Aber wo ist... Moment. Achso, da ist Süden. Jetzt müssen wir selber erstmal gucken. Hier Norden ist da. Das heißt, da ist Osten. Da stand eine Statue, wenn ich das hier richtig sehe, ne? So, und wir haben gerade gesagt, im Osten steht die Frau mit der Sichel. Das... Das sind aber jetzt nur die zwei Brüder. Ich kann keine andere auswählen. Da ist aber Norden. Und die stand im Osten. Wie soll das denn gehen? Moment, das sind... Ja, genau, das sind hier die Sockel. Das heißt, hier, wenn die schon hier liegt, muss ja die Frau mit der Sichel stehen. Was sehr unlogisch ist, weil die, wenn ich jetzt noch da gucke, im Norden steht. Also das... Verstehe ich jetzt nicht so. Aber okay, wenn jetzt hier die Frau mit der Sichel steht, dann steht die mit dem Korb auf der anderen Seite. So. Die Frage ist jetzt nur,
Wie stehen die beiden Brüder? Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Warte mal, da ist jetzt der Löwenkopf. Das ist der Schild. So, dann bestätigen wir das mal. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Okay. Ja, dann machen wir den Löwenkopf natürlich hier hin. Moment, jetzt habe ich wieder ein Schild? Hä? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ja, ich verstehe jetzt gerade nicht, warum ich jetzt hier zweimal Schild und Schwert habe. Ach, das ist nur ein Schwert. Nee, das ist doch der Löwenkopf, oder? Das ist der Löwenkopf, ja, meine ich doch. Machen wir jetzt hier Schild und Schwert hin. Ach, Moment, hä? Die müssen theoretisch alle nach außen gucken, oder nicht? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil wir haben jetzt zweimal den mit dem Schwert und ich würde jetzt fast sagen, auch zweimal den mit dem Schild. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Also, die gucken jetzt bei mir beide in die Richtung. Jetzt drehe ich den um. Jetzt steht er mit Schild und Schwert in die andere Richtung. Probieren wir jetzt einfach mal durch. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ich würde jetzt mal glatt behaupten, dass davon nämlich jetzt nichts drin steht. Da steht nur, trug Titus einen Löwenhelm, kämpfte mit dem Schwert, während Vitus mit Schild und Schwert ausgestattet war. Titus verstarb im Frühling. Ach, Moment. Frühling? Vitus im Herbst? Die Sichel ist Symbol für den Herbst. Das heißt, theoretisch wäre es jetzt, das muss ich mal kurz aufschreiben, Vitus ist im Herbst, so. Und Titus im Frühling. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass Sichel war doch jetzt, wo ist sie denn jetzt? Osten hatte dabei eine Sichel, Symbol für den Herbst. So, Herbst. Das heißt, die Korbfrau sollte theoretisch, steht jetzt hier nicht drin, aber theoretisch dann den Frühling ebenfalls symbolisieren. Das heißt, die Frau mit der Sichel guckt nach da. Sichel ist Herbst, Vitus ist Schild und Schwert, ist auch Herbst. Dementsprechend... Nein! Och, was habe ich jetzt gemacht? Achso, Moment. Ach, die kann ich noch drehen. Ach so! Oh Gott. Nein! Moment. Die mit der Sichel soll aber gehen Osten gucken. Das wäre dann aber Westen. Jetzt bin ich hier gerade ein bisschen... Oh Gott. So, das ist Osten. Nee, das ist Süden. Wo ist denn jetzt bei denen? Osten ist auf der Seite. Komm. Hallo. Jetzt. Ja, mach. Wieso kann ich das jetzt nicht? Ich will dich ändern. So. Die Sichelfrau guckt nach Osten. Die Korbfrau soll zum Westen gucken. Das wäre dann die Richtung. Das macht sie auch. Die schauen jetzt in irgendwelche Richtungen hier. Ich lasse das jetzt mal eben so. You're not even trying, Sherry. Okay. Concentrate. Gut. Nicht gut, aber naja. Theoretisch müsste der mit Schild und Schwert, da er den Herbst ebenfalls symbolisiert, in die Richtung gucken. Was komisch wäre, weil dann gucken sie
Der gucken die. Also ich würde jetzt normalerweise sagen, es wäre logischer, wenn die so einmal in Kreis stehen. Aber der mit Schild und Schwert scheint ja... Oh, ist das dämlich gemacht, oh Gott. Moment, Schild und Schwert. Habe ich jetzt erstmal den hier, wobei ich natürlich nicht weiß, ob der überhaupt dahin gehört. Hier auf dem Boden haben wir jetzt auch keine Spuren. Nee, da wissen wir jetzt nicht, in welcher... wo der jetzt steht. Das heißt, der muss nach Osten gucken, also in die Richtung. Probieren wir einfach mal. Die gucken beide in die Richtung. Die gucken beide nach links. Ach so, kann man nicht. Also nehme ich an, dass die dann eventuell vertauscht sind. Dass ich jetzt den Löwenkopf in die Richtung gucken lassen soll. Und den Schwerttypen hier, Schild und Schwert in die Richtung. Haha. Seems everything's in place. Now, let's see what this has to tell us. Ja. Und was hat uns das jetzt gesagt? Ich habe keine Ahnung. Was hat uns das denn jetzt gesagt? Wir haben keine Notiz, kein gar nichts bekommen. Ihr Schweine. Haben wir denn wenigstens eine Notiz dazu bekommen? Ich habe die Szene, hoffentlich wird mir dadurch klar, wo sich das Grab befindet. Okay. Bei der römischen Ruine in der Altstadt. Achso, nee, das ist, das ist die gleiche Notiz? Okay. Unweit von hier ruht Vitus. Wehe dem, der seinen Schlaf zu stören wagt, denn über ihn wachen die Argusaugen. Die Argusaugen seines Bruders und der Herbstwind. Moment, Vitus war jetzt der mit Schild und Schwert. Das heißt, wir suchen den mit dem. Nee, Moment. Wir suchen ja den Vitus, ne? Wo ist er denn jetzt? Ruht Vitus. Genau, wir suchen den Vitus. Das heißt, wir müssen in die Richtung gehen, wo der Titus hingeguckt hat. Und der hat, wenn ich mich jetzt nicht irre, in die Richtung nach oben hingeguckt. So, bevor wir uns jetzt aber dahin begeben, und ich hoffe, das ist jetzt richtig, dass wir jetzt irgendwie da hoch müssen, bevor wir uns jetzt dahin begeben oder herausfinden, wo das jetzt genau ist, würde ich sagen, dass wir einen kleinen Cut hier machen, weil wir sind nämlich jetzt schon über eine halbe Stunde, weil das doch ein bisschen länger gedauert hat. Und finden das Grab dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.